So, hallo, da bin ich wieder. Also ich kann anscheinend wieder Videos posten, was sehr schön ist. Ich habe jetzt nur ein paar Tage hier und dann werde ich erstmal wieder auf Reisen sein. Ich möchte noch mal etwas zu den Ich Bin-Worten und zwar zum Zweiten sagen, was ich in meiner Reihenfolge habe als eine Progression, einen Weg des Erwachens. Es gibt ja im Grunde genommen zwei Ansichten, die scheinbar gegensätzlich sind. Einmal gibt es den persönlichen Jesus, den persönlichen Erlöser, und wenn man an den glaubt, dann wird man erlöst. Da gibt es den kosmischen Christus oder den Christusgeist, und wenn man den in sich erweckt, dann ist man erleuchtet. So, das sind diese beiden gegensätzlichen Sichtweisen. Ich denke, sie spielen beide auf das Gleiche hinaus. Dazu den Franziskaner Richard Rohr sehen möchte, der kann das gerne tun. Der hat auch der Naked Now, das nackte Jetzt und der kosmische Christus und solche Bücher geschrieben und ist trotzdem ein gläubiger Katholik. Ich denke also, dass Jesus etwas entdeckt hat durch sein Erwachen, was uns allen zugutekommt. Und das widerspricht nicht einem persönlichen Erlöser, sondern es nimmt nur das, was wir aus dem Osten kennen, durch Meditation, Erleuchtung mit hinein, auch in unser christliches Denken. So, das zweite Ich Bin-Wort ist: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Das heißt, er wird aus diesem Gedankenstrom, wo wir im ersten Ich Bin-Wort ja schon darüber gesprochen haben, dass wir aus dem Gedankenstrom des Ego aussteigen, rausspringen oder erwachen müssen. Wir sind hier auf dem Weg, in diesem zweiten Ich Bin-Wort, diesen Gedankenstrom zu verlassen. Wir gehen durch die Tür in das reine Gewahrsein, in den Geist ein, in dem wir uns nicht mal mit den Dingen dieser Welt identifizieren, auch nicht mit unserem kleinen Ich, nicht mit unserem Körper. Wir nehmen all das wahr, wir übernehmen Verantwortung für das, was wir sehen, aber wir halten nicht daran fest, sondern wir übergeben das an den Heiligen Geist. Und Jesus öffnet praktisch die Tür zu diesem Gewahrsein des Friedens in diesem Moment. Also wir sind aufgerufen, diesen Moment uns an Gott zu übergeben, an den Geist Gottes, der hier gegenwärtig ist. Wir sagten ja bereits in anderen Videos, dass der Geist Gottes, Gott selbst, unendlich sein muss, wenn er Gott ist. Nur ein Götze kann endlich sein. Das heißt, Gott kann nicht entfernt sein, er kann nicht getrennt sein. Wenn Gott aber hier ist, dann muss er verfügbar sein. Gott will erlebt werden, er will sich verbinden, er will, dass seine Kinder ihn erkennen. Wie tun wir das in diesem Moment, dass wir alles andere, was nicht Gott ist, loslassen? Ich bin die Tür, wenn man denn jemand durch mich eingeht, dann werdet ihr also ein- und ausgehen, sagt Jesus. Ein- und aus in das reine Gewahrsein, in den Frieden Gottes und zurück in die Welt, wenn du hier wieder etwas tun musst. Aber du wächst sozusagen auf die andere Seite, auf die Grundlage des Seins. Andere Seite ist falsch ausgedrückt. Aber wenn wir die Welt des Friedens als jenseitige Welt uns vorstellen, so müssen wir lernen, dass diese Welt des Friedens die Grundlage unseres Seins ist und dass wir von da aus mehr und mehr leben sollen und können und diesen Frieden in diese Welt bringen, indem wir eben mit dem reinen Gewahrsein uns mehr identifizieren als mit dem Ego. Und dazu gibt es eine Wundergeschichte. Es gibt ja vier, sieben Ich Bin-Worte im Johannesevangelium und es gibt sieben Wunder. Also es ist alles sehr strukturiert. Wir müssen nur die einzelnen Hinweise miteinander verbinden. Und was dazu passt, ist der Seewandel. Das war das letzte Wunder, was Jesus jetzt in dieser The Chosen, in der Netflix, nee, Netflix nicht, in dieser Filmserie gemacht hat. Da ist er also auf dem Wasser gegangen. Es gibt ja auch wenigstens einen, habe ich schon gesagt, der heutzutage auch auf dem Wasser gehen kann. Es ist eine Umwandlung des Denkens. Jesus hat es mit Gottes Kraft gemacht. Man kann natürlich auch andere Kräfte nehmen, um das zu tun. Es gibt auch Leute, die fliegen können. Das hat es immer wieder gegeben. Es geht also nicht so sehr darum, dass Jesus das konnte, dass wir eine sehr platte Interpretation des Neuen Testaments, ja, dass diese Geschichten beweisen, dass er Gottes Sohn war. Darauf läuft auch so ein bisschen The Chosen hinaus. In Wirklichkeit geht es aber um die Zeichen, die er uns allen gibt, um die Geistesänderung.
Und der Seewandel, den kann man nur verstehen, wenn man ein bisschen sich mit der Bildwelt des antiken Denkens auskennt, auch mit der Kabbala, mit der jüdischen Geheimlehre zu der Zeit. Und da gibt es eben mehrere Welten. Da gibt es also diese Welt der Sinne, das ist die unterste Welt, also diese Welt Malchut erleben. Und die nächste Welt ist Yesod, die aus Wasser besteht, die Mondwelt, und das ist die Welt der Psyche. Und wenn wir das ist also der Gedankenstrom, und wenn wir daraus erwachen wollen, dann müssen wir sozusagen aus dem Wasser auftauchen. Da gibt es dann noch dieses Pathworking, diese Pfadarbeit, um daraus herauszukommen. Und Jesus hat es also geschafft. Er zeigt dadurch, durch seine Tat, dass er auf den Wassern der Psyche geht, dass er die Freiheit von diesem kleinen Ich erlangt hat. Ich lese mal die Geschichte hier vor. Es gibt auch einen Mönch, der das Buch geschrieben hat, The Good Wine, der gute Wein, wo er beschreibt, dass diese Geschichte seiner Ansicht nach das Zentrum des Johannesevangeliums ist und dass das wie eine mandalische Struktur, wie ein Kreuz, alle anderen Geschichten sich darum drehen und von unterschiedlichen Richtungen darauf zugehen. Das Buch gibt es aber, glaube ich, nur auf Englisch. Also hier das Wunder ist ein bisschen anders als in den anderen Evangelien bei Johannes 6, Vers 16 folgende. Jesus auf dem See. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem Wasser gehen und nahe an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Also es wird darauf hingewiesen von Interpreten, dass das eine Traumgeschichte ist. Also diese schnelle Bewegung des Bootes an das Land zeigt einfach, dass Zeit und Raum da nicht stabil sind in dieser Szene. Es ist also ein Zusammenkommen von mehreren Dimensionen oder Dingen einfach. So, was will uns das sagen? Es will sagen, wir können frei sein, wir können aufsteigen aus dieser Welt der Psyche mit Jesus sozusagen, wie Petrus auch auf dem Wasser gehen konnte, solange er auf Jesus und nicht auf die Wellen geschaut hat. Und das können wir eigentlich immer nur in der Meditation einüben. Das tun wir jetzt mal kurz. Und ich übergebe diesen Geist, der mir gegeben wurde, auch an dich. Wir können es natürlich auch in persönlichen Live-Sessions machen, wenn jemand daran Interesse hat, bei mir melden. Aber ich versuche mein Bestes, das jetzt hier auch im Video zu machen. Wir schließen die Augen und lassen alle Dinge los, alles, woran wir festhalten könnten, was nicht jetzt hier ist. Und wir wollen eine Art räumliches Bewusstsein hier erzeugen. Nicht mehr als Körper, sondern als der Raum, in dem dieser Körper aufleuchtet oder erscheint. Und die Welt mit ihr, eine Szene, du erlebst gerade eine Szene der Welt um dich herum. Und du sagst dir einfach, oder du stellst dir die Frage, wer bin ich? Und du versuchst nicht zu denken, sondern du sagst nur, ich bin das Hören des zum Beispiel hier bei mir des Ofens. Ich bin das Hören des Zwitscherns der Vögel oder des Autos. Ich bin das, was diesen Körper erlebt, der jetzt gerade sein Gewicht auf diesen Stuhl fallen gelassen hat oder dahin gesunken ist, der auf dem Stuhl sitzt. Ich bin das Fühlen des Atmens. Aber du identifizierst dich nicht mit diesen Dingen, sondern du nimmst es einfach immer so etwas da, als was du bist, und zwar als das, worin dies alles geschieht. Also erlebe dich nicht als den Gedankenstrom, der unter dir ist, als dieses Gewässer, sondern stell dir einfach vor, du bist in diesem Boot mit den Jüngern und schwimmst auf dem Wasser der Psyche mit Jesus. Das heißt, du lässt alle Gedanken vorbeiströmen, aber du bist der Raum. Das Gewahrsein ist der Raum, das Bewusstsein,
es höher ist als das Denken. Und du erlaubst es diesem Gewahrsein, dich bei dir zu Hause zu fühlen. Und du erlebst dich als dieses Gewahrsein. Du kannst auch den Heiligen Geist mit einladen, auf dich zu leuchten, bis in die Tiefe deines Seins. Und du ergibst dich ihm ohne Widerstand. Und wenn du Widerstand hast, dann übergibst du ihm das, gibst ihm das einfach hin. Mit einer Geste des Loslassens. Und du lässt Gottes Licht so tief sinken in dich, so tief in dich leuchten, wie er es will. So halte nicht zurück, verstecke nichts, da gibt es nichts zu verstecken, weil du mit deiner Unschuld hergekommen bist. Du erhebst wieder Anspruch auf deine Unschuld. Und wenn noch Schuld in dir verborgen ist und hochkommen möchte, dann gib sie dem Licht und lass sie los. Halte nicht an der alten Schuld fest. Wir gehen durch die Tür ein. Du wirst Weide finden. Das heißt, wir gehen ein in den Garten Eden, der nur von hier aus betreten werden kann. Wir schließen Frieden mit allem, was jetzt ist. Und diese Tür kannst du immer öffnen. Du kannst sie auch offen halten über den ganzen Tag, wenn du in dieser Kommunikation bleiben möchtest. Dann bist du zu einem Werkzeug der höheren Mächte. Also das Boot war sofort da, wo es hin sollte, wo es sein sollte. Und so wirst auch du dich dort wiederfinden, wo du gebraucht wirst und wo du deine Funktion erfüllen kannst. Und die Funktion kann in einem Lächeln, in einem Wort, in einer Heilung oder einfach nur in deinem Dasein bestehen oder in einem anderen Service, in einer Hilfe, in dem, was du eben tust. Vielleicht in ganz normaler Arbeit nachgehen. Einfach nur, dass du deinen Geisteszustand jetzt verändert hast und das, was du tust, mit mehr Liebe tun kannst, weil du vielleicht verstanden hast, dass du eingebunden bist in das Gewebe des Lebens und dass die Liebe selbst dich lenkt. Danke.